Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und wir machen uns wieder ran, eine schicke, moderne Villa in Minecraft und zu basteln. Natürlich ist diese auch wie immer eingerichtet. Daher kannst du dir hier ein paar Ideen wieder zusammensammeln, um dir deine Villa natürlich einzurichten. Denn so ein leerstehendes Haus sieht immer doof aus. Findest du nicht auch? Genau. Also, von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann basteln wir wieder ein neues Häuschen für unsere Wohnsiedlung. Wir suchen uns erstmal ein paar schöne Blöcke raus. So, zuerst ein bisschen grauer Beton, weißer Beton, hellgrauer Beton, glatte Quarzstufen, polierte tiefer, schiefer Mauern. Glasfarbe ist bei mir heute wieder ja, ganz einfach schwarz. Dann holen wir uns auch glatte Steinstufen raus, Tonblöcke und polierter Basalt. Unter einem meiner letzten Videos hat einer reingeschrieben, ich möchte doch bitte nochmal die Maße angeben, was wir für ein Grundstück Fläche brauchen, um das Gebäude zu bauen. Für diese moderne Villa braucht ihr eine Fläche von 30x30. Ihr könnt natürlich das Ganze noch erweitern, wenn ihr euch noch einen Garten und sowas bauen wollt, aber fürs Häuschen an sich 30x30, dann kriegt ihr das da ideal hingebastelt. Na gut, dann wollen wir jetzt anfangen erstmal mit dem Grundriss. Ich fange auf der Seite an, wo ich meine Garage habe. Und da ziehe ich mir jetzt erst meine gerade Reihe nach hinten weg. So, da setze ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke erstmal gerade lang. Dann gehen wir zur Seite einmal wieder weg. Und zwar setzen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal ran. Dann fliegen wir einmal wieder auf die Vorderseite. Hier lasse ich mir jetzt von vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz, setze mir dann 3 Blöcke hin, nehme mir einmal meinen Basaltblock und hier in der Mitte setze ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. So, auf der anderen Seite wieder 3 Blöcke hin. Können wir natürlich jetzt hier wieder eine weitere Strebe uns langziehen. Da würde ich mal sagen, gucken wir von diesem Dreier aus, gebt mal 3 Blöcke nach vorne weg, dann nochmal einen hier so zack zur Seite, dass er natürlich hier hinter einmal langläuft. Und dann wollen wir das Ganze jetzt erstmal, ja, genauso weit nach hinten ziehen. Ich lasse mir hier schon gleich mal eine Lücke für eine Tür, aber da kommen wir gleich zu. So, ich ziehe mir das einmal mal bis nach hinten weg und das ist nochmal 1, 2, 3 Blöcke überstehen. So, jetzt komme ich hier zu einem meiner Lücke. Das ist die Vormarkierung, sage ich mal, wie man natürlich aus der Garage kommt. Ihr könnt euch das Ganze von den Türen auch immer versetzen. Wenn ihr meint, ihr wollt das innen drin noch ein bisschen anders gestalten, könnt ihr auch den Durchgang hier mitmachen. Naja, meine Empfehlung, 4 Blöcke an sich hier erstmal so in die Wand lassen und dann schlagt ihr hier einen weg. Hier kommt dann der nächste Raum rein. Na gut, dann fangen wir einmal auf der Vorderseite wieder an. Hier ziehen wir wieder eine gerade Reihe lang zur anderen Seite. Und zwar setze ich jetzt hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke einmal ran. So, jetzt wollen wir natürlich hier vorne noch ein bisschen was erweitern. Dann fangen wir am besten hier an der Seite einmal an. So, ich zähle mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab den siebten könnt ihr hier nochmal 3 Blöcke nach vorne raussetzen. Man muss mal kurz schauen. Na gut, hier vorne bei der Haustür könnte man sich auch wieder entscheiden, wo man, sage ich mal, den Durchgang haben möchte. Aber wir nehmen jetzt einfach mal, dass wir jetzt auf der einen Seite hier noch einen Block lassen. Den nächsten schlagen wir einfach mal weg, so als Markierung. Auf zur nächsten Seite. Die ziehen wir natürlich wieder einmal nach hinten weg. Und zwar setzen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke nochmal ran. Ja. Danach hinten einmal zuziehen und dann kommen wir schon ja, für die innere Gestaltung hier von unseren Räumlichkeiten. Ich gehe jetzt erstmal auf die Vorderseite, neben meiner Haustür einen Block einfach mal ransetzen, einen freilassen und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal hinsetzen. Hier in der Mitte könnt ihr einmal so eine Trennwand einmal ziehen. Dann gehen wir wieder nach oben, wieder 3 Blöcke Platz lassen, 3 Blöcke hin. Dann formen wir das hier mal zu so einem T. Zur Seite wieder 3 Blöcke, einfach mal Platz lassen und 2 hier noch an die Wand. So, andere Seite auch, 2 Blöcke hin, also ich meine 2 Blöcke frei, einen hin, einen nach unten und den könnt ihr hier zack, einmal zur Wand ziehen. Ich lasse mir hier dann einfach mal so 3 Blöcke Platz und ziehe jetzt hier nach unten 1, 2, 3, 4, 5. Zur Seite gehe ich nochmal 1, 2, 3, 4 und dann würde ich sagen, lasse ich einen überstehen und ziehe nochmal 3 weiter runter, einen freilassen und nochmal 2. Jetzt haben wir unsere inneren Räume so vorgezeichnet. Nun kannst du das Ganze gerne schon mit einem Boden ausfüllen. Bei mir als Musterhaus nehme ich erstmal hellgrauen Beton. Du musst natürlich jetzt nicht jeden Raum damit befüllen, denn einer, der bleibt so wie er ist, und zwar unsere Garage. Da setzt du dir deine Lieblingsfarbe ja, für den Boden einfach in den Boden rein. Also kein Block drauf, einfach unten die Garage ist. Ja, die ist halt so.
Na gut, so, wenn wir denn die restliche Fläche denn erstmal mit unserem Boden bestückt haben, wie wir halt uns das aufteilen wollen, müsst ihr natürlich jetzt nicht gleich machen, könnt ihr auch später machen, nehmen wir unser weißen Beton und setzen jetzt auf unseren grauen Beton 1, 2, 3, 4 Stück von dem weißen Beton einmal rauf. Und das kannst du überall, wo der graue Beton ist, einmal raufsetzen. Habe ich schon erwähnt, dass du immer die letzte Ebene von unserem weißen Beton noch einmal verbinden kannst. Ja, das machen wir nicht nur natürlich im Haus, sondern auch bei der Garage. Fliege ich mal kurz einmal rüber. Da habe ich mir auch einmal drüber hier einmal verbunden. Und wer möchte, kann natürlich jetzt auch schon, sage ich mal, hier mit unserem Basalt das natürlich auch einmal nach oben ziehen. Ne? Dann ist hier unser Tor auch schon mal zu. Sobald ich jetzt hier mir meine ganzen Streben hier einmal verbunden habe, nochmal kurz gucken, ob ich auch alles habe. Jawohl. Geht's weiter mit unseren Quarzstufen. Jetzt wollen wir einmal die Decke uns reinsetzen im Haus. So, das heißt, wir fliegen hier rein und setzen ab der letzten Blockebene hier einfach unsere Stufenreihe ran. Hierbei kannst du wieder beachten, dass wir ja nicht die ganze Fläche mit unseren Stufen ausfüllen wollen, denn wir brauchen natürlich noch einen kleinen Durchgang, wo wir die Treppe später basteln. Der wird sich bei meinem Haus hier befinden. Hier kommt meine Treppe ran. Das heißt, diesen Bereich lassen wir noch frei. Du darfst denn auch gerne, nachdem du denn deine Decke reingezogen hast, bei der Garage auf der Innenseite wie Außenseite nochmal eine weitere Stufenreihe darunter platzieren. Damit, sage ich mal hier oben, dieser Rahmen auch auf einer Blockebene ist, ne, und nicht einfach nur so auf eine Stufenebene. Das können wir innen drin im Haus natürlich auch nochmal machen. Jetzt hier nicht natürlich nur bei unseren einzelnen Durchgängen, sondern jetzt hier, wenn wir so eine Dreierbreite haben. Zack, nochmal eine Stufenreihe runter, damit wir hier drüber diese Blockform erhalten. Sieht immer ein bisschen besser aus. Die Farbe, was du dir natürlich darunter für Balken anbaust, kannst du natürlich auch ändern. Muss ja nicht Quarz sein. So, ich gehe hier einmal nach draußen und mache das gleiche Spiel. Ja, hier bei der Garage auch nochmal. So, sehr schön. Freunde, ich habe hier schon wieder ein bisschen vorgebastelt. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Stockwerk. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn ihr euch das einfach ein bisschen abzeichnet. Ich habe mir das jetzt hier schon ein bisschen vormarkiert. Man richtet sich dann immer beim nächsten Stockwerk hier von unserem Treppenaufgang einmal aus. Ich werde jetzt meinen Bereich hier mit meinem Boden auch ausfüllen und dann stelle ich mich kurz rüber und dann gehen wir mal auf die Markierung ein. Wollen wir denn einmal kurz darauf eingehen, wie ich mir uns jetzt hier oben das hier machen könnte? Ihr könnt euch die Wände auch immer noch ein bisschen umbasteln. So, ich richte mich jetzt hier von unserem Treppenaufgang einmal aus. Ich habe jetzt auf der Vorderseite, jetzt hier, wenn ich mal so gucke, hier einfach mal zwei Blöcke noch überstehen lassen, als Markierung für die Wand. Auf der Rückseite, sag ich mal, von oben gesehen zwei Blöcke Platz und dann könnt ihr das hier einfach mal zur Seite ziehen. Den äußeren Kastenbereich, den könnt ihr natürlich hier einmal auch hochsetzen, um eine weitere Blockreihe, also der ist komplett gleich. So. Dann haben wir, sage ich mal, schon diese Fläche fertig. Auf der anderen Seite, wenn wir, sage ich mal, jetzt hier jetzt noch die Räumlichkeiten einteilen wollen, da kann man da, sage ich mal, auch die Zimmergröße noch ein bisschen verändern, wenn man meint, da möchte man was anderes reinbasteln. Habe ich jetzt hier einfach mal 6 Blöcke in der Innenfläche. Das heißt, ab dem 7. Block könnt ihr hier die Reihe einmal komplett bis zur anderen Seite ziehen. Und dann müsst ihr gucken, wie ihr euch das aufteilen wollt. Ich gehe, sage ich mal, von der Treppe so ein bisschen aus, dass ich, sage ich mal, das Durchmaß, sage ich mal, hier so 2 Blöcke habe. Wenn man hier so die Tür sich ja später so platziert, sieht man ja hier 2 Blöcke. Dann kommt eine Tür, 2 Blöcke, Tür, 2 Blöcke und dann kommt halt die Wand. Auf der Seite kann man halt, wie gesagt, die Trennwand der beiden Räume sich variieren, wohin man sie setzen möchte. Man kann die Türen, sage ich mal, auch noch hier so, sage ich mal, zur Seite machen und dann kannst du hier halt auch ein kleineres Zimmer dir basteln, ne? Ich habe jetzt auf der anderen Seite mir hier gedacht, hier kommt noch so das Elternschlafzimmer rein. Daher habe ich mir hier noch so einen kleinen Anproberaum oder so ein Anziehzimmer hier einfach mal gebastelt. Man könnte auch theoretisch sich hier nochmal so eine mittlere Wand ziehen und dann haben dann diese zwei Zimmer vielleicht ein besseren Kleiderschrank, wo man dann, sage ich mal, den noch in die Wand bauen kann. Muss man einfach schauen, wie man sich das Häuschen halt auch gestalten will, ne? Da bleibt halt die Wahl wieder offen. Naja, sonst kann man dann natürlich jetzt hier noch den Boden reinsetzen auf unseren ganzen Stufen und dann ist erstmal so die Vormarkierung fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch etwas machen und zwar auf der Garage. Die ist natürlich noch ziemlich nackig oben drauf und ich möchte auch mir, sage ich mal, vorne noch gern, sage ich mal, so ein kleines Dach überstehen lassen. Wir setzen jetzt hier komplett mit unserem weißen Beton die nächste Reihe einmal rauf und die ziehen wir jetzt bis zu unserer Garage hin und können dann die ganze Fläche mit den Blöcken ausfüllen. Und das mache ich auch. So, einfach bis nach hinten ziehen. Oh, ich mache jetzt hier einen Rahmen rein und die Mitte hier fülle ich einfach mal aus. Um das Dach sich dann später noch ein bisschen hervorzuheben, könnte man glatte Steinstufen nehmen und hier an der Seite nochmal eine Reihe davon langziehen. Schön bis zur anderen Seite. Wunderbar. Nun wollen wir natürlich wieder unseren weißen Beton nehmen und die Wände natürlich hier, ja, sag ich mal, auf der zweiten Ebene natürlich auch noch nach oben ziehen. Wir setzen jetzt auf unsere Markierung, die wir hier haben, nochmal 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke einfach mal rauf.
Ich muss mich nochmal korrigieren. 5 Blöcke setzen wir nur auf dem äußeren Bereich rauf. Hier, sage ich mal, die Zwischenwände jetzt hier drin, die machen wir einfach mal nur auf 4 Blöcke. Ne? Eine Blockreihe halt weniger. Was aber bleibt, ist wieder das gleiche Spiel, ab der 4. Ebene einfach hier diesen Bogen uns rüber zu setzen über unseren Türen. Nach unseren Wänden wird es wieder Zeit, unsere Stufen zur Hand zu nehmen und wieder hier einmal unsere Decke reinzusetzen. Einfach hier ab dem 4. Block ziehen wir alles zu. Meine Decke ist drauf. Als nächstes wollen wir hier natürlich noch einmal unser Dach platzieren. Dafür nehmen wir ganz einfach unsere Tonblöcke. So, mein Dach ist bestückt. Als nächstes können wir natürlich nochmal den Rand ein bisschen verbessern, indem wir einfach unsere glatten Steinstufen wieder einmal langziehen. Hiernach wird es dann langsam Zeit, dass wir natürlich jetzt auch unsere Türen reinbasteln und Fenster. Wir fangen am besten wie immer auf der Vorderseite an. Mein Handmenü hat sich ein bisschen geändert. Ich habe mir jetzt nochmal polierte Andesit-Stufen und Treppen und polierte Schwarzschnittknöpfe einmal rausgeholt. Und für meine Haustür empfehle ich einfach mal abgezogenes Fichtenholz, und zwar die Baumstämme. Und natürlich Schwarzeichenholz-Treppen und eine Tür. Muss Schwarzeichentür sein, denn die Farbe passt einfach dazu. Und mit der Haustür geht es auch erstmal los, würde ich sagen, und zwar auf der Vorderseite. Da hatten wir ja, sag ich mal, hier ein bisschen was freigelassen. Und da schlage ich mir jetzt ein 3x4 Durchgang. Man kann auch ein 3x3 machen, wie man halt möchte. So, meine Tür setze ich mir jetzt hier einfach mal auf der Seite hin. Aber bevor ich das mache, müsste ich dann theoretisch auch nochmal hier vor mir denn, diesen kleinen Aufstieg noch basteln. Kommen wir aber gleich zu. So, daneben mache ich mir einfach mal so eine Glasfront. Ich finde das immer ganz schick, wenn man so, sage ich mal, so eine größere Vordertür hat. Ich setze mir jetzt einfach hier so einen Block hin. Wie gesagt, diesen vorderen Stieg, den machen wir noch gleich. Aber erstmal zack, so die Tür einmal reinsetzen. Daneben würde ich gleich mal das nächste Fenster mir reinsetzen. 2 Blöcke Platz lassen und dann schlage ich mir hier einfach ein 2x4 Fenster rein. Und bei diesem Haus mache ich mir die Fenster so ein bisschen, dass ich mir an den Seiten meine Mauern hinsetze. Und die verbinde ich mir in der Mitte mit meinem Glas. Finde ich total schick. Gefällt mir diese Fenster, ne? So an den Seiten, dass es noch so ein bisschen reingeht ins Haus mit der Mauer. Schick. Toll. Sollte man öfter mal verwenden. So, die Fenster werde ich natürlich jetzt beibehalten. Auf der anderen Seite hier mache ich mir nochmal so ein, würde ich mal sagen, 3x2 Fenster einfach mal rein. So, wieder meine Mauern an den Seiten und das Glas in der Mitte. Das Spiel behalte ich auch gleich hier oben einmal bei. Ich lasse mir jetzt an der Seite, jetzt muss ich mal kurz gucken, sind wir richtig genau. So, an der Seite einfach mal 2 Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier jetzt einfach mal ein 2x5 Fenster rein. So, mein Fenster ist jetzt, sag ich mal, hier an der Wand. Finde ich an sich immer ekelhaft, wenn so Fenster an der Wand sind. Hier wollen wir aber natürlich nicht eine komplette Fensterfront machen. Da macht sich das ganz toll, sag ich mal, hier so ein bisschen, sag ich mal, das so hervorzuheben. So, mit den Mauern. Zack. Glasscheiben rein. Fertig. Man sieht gar nicht, dass das Fenster an der Wand ist. Schick. So, daneben 2 Blöcke Platz lassen. Dann schlage ich mir hier... Machen wir mal ein 2x3 Fenster rein und dann lasse ich mir noch mal 3 Blöcke Platz und schlag mir hier noch, na, was wollen wir hier machen? Ach komm, hier machen wir noch mal ein 4x2 Fenster rein. Auch wieder an der Wand, aber das macht ja nichts. Wir haben ja die Mauern. Bevor ich jetzt hier die Vorderseite verlasse, nehme ich nur noch mal meinen Knopf und setze den hier am Garagentor einmal unten an. So, dann fliegen wir jetzt einmal zur nächsten Seite, wo wir die nächste Fensterfront natürlich uns einmal platzieren wollen. Und ich habe jetzt mir wieder einen neuen Block rausgeholt für die Seite. Und zwar ist das hier polierte tiefer schiefer Treppe. Denn ich habe mal gedacht, wir machen auch mal ein paar ganz kleine Fenster rein auf eine einer Dicke. So, wir fangen am besten Vorderseite an. Jetzt gucke ich mal kurz nochmal vorne. Wo ist mein Fenster hier? So, dann gehe ich auf die Bodenebene. Lass mir mal 2 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir jetzt hier 3 Blöcke so weg. Kommt in mein Fenster rein. Wollen wir daneben gleich noch ein zweites machen? Ja, klammern wir gleich nochmal ein zweites daneben. Und dann setze ich mir jetzt hier runter auf der Bodenebene. Das heißt, den sieht man ja gar nicht unten. Ganz normal hier eine Treppe rein. Warum mache ich das? Ich möchte mir jetzt hier so ein bisschen meine Glasscheiben hervorheben. Und das macht sich ganz gut, wenn wir da eine Treppe reinsetzen. Na, das sieht nicht schlecht aus. So, und das Spiel mache ich nochmal auf der Rückseite. So, 2 Blöcke Platz lassen. Dann schlage ich mir hier 3 Blöcke weg. Einen freilassen, nochmal 3 weg. Jetzt können wir hier einmal unser Glas schon mal reinsetzen. Dann kann man hier den kleinen Vergleich mal machen. Das sieht schon besser aus, wenn man da die Treppen nimmt, ne? Hier möchte ich mir aber das so machen, dass die Treppen natürlich jetzt darüber sich befinden und so einmal überstehen. Darüber nächste Blockreihe weg. Da setzen wir natürlich dann hier einmal wieder unsere Treppen rein und dann wieder 1, 2, 3 Blöcke hier weghauen.
So, schick. Und da können wir auch wieder hier einfach mal unsere Glasscheiben reinsetzen. Ich würde aber noch ein weiteres hier in der Mitte mir einmal platzieren. Gucken wir mal. 1, 2, 3. Ja, machen wir mal 4. Muss ich mal kurz schauen, wo befinden wir uns. Hier ist jetzt meine Küche. Da mache ich jetzt hier einfach mal ein 2x4 Fenster rein. Abstand, ja, 4 Blöcke, das passt. So, Mauern hier an der Seite wieder hin und die Glasscheiben wieder einmal platzieren. Super, dann ist die Seite komplett fertig. Man kann natürlich noch darüber auch nochmal sich ein kleines Fenster machen, wenn man möchte. Ist Geschmackssache. Tobt euch da einfach mal aus. So, kommen wir jetzt einmal zur Rückseite. Hier wollen wir es natürlich nicht allzu kompliziert machen. Ich fliege jetzt zur Seite, 3 Blöcke Platz lassen, 5 Blöcke einmal weghauen. So, wieder auf eine Dreierhöhe. 2 Blöcke darüber Platz lassen und nochmal das gleiche Spiel. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ich lasse jetzt mal 4 Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier wieder 5 Blöcke einmal weg. So, Dreierhöhe. Müssten wir hier wieder 3 Blöcke haben. Ja, das geht auf. Und darüber noch einmal. Hier diese 5 Blöcke schlagen wir einmal frei. Bei den hinteren Fenstern machen wir auch wieder hier einfach mal mit unseren Mauern das einmal. Bei den unteren Fenstern, die sind natürlich dazu gedacht, dass du natürlich auch in den Garten kommst. Daher kannst du die vielleicht auch die hier einfach so offen lassen, so ein bisschen. Ne? Fenster platziert. Fliegen wir natürlich nur noch zur letzten Seite. Und hier gucke ich mal bei der Garage von hinten nochmal rein. Hier würde ich mir einfach mal so ein ganz kleines Fenster hinten einmal reinsetzen. Das passt immer ganz schick zu einer Garage. Man kann natürlich auch ein größeres Fenster bauen, wenn man möchte. Aber so ein kleines, das sollte schon sein. Und dann würde ich mir hier oben nochmal eins machen. Einfach mal an der Seite so 4 Blöcke Platz lassen. Und dann schlage ich hier nochmal 4 Blöcke weg. Und auch wieder hier unser schönes Fenster einmal rein. Und ihr werdet jetzt sehen, ihr habt noch jede Menge Platz, hier euch noch ein weiteres Fenster auf der Seite zu platzieren oder auch bei der Garage hier noch ein weiteres euch hinzusetzen, wenn ihr wollt. Tobt euch da aus, seid da spontan, passt es euch an, wie ihr wollt. Na gut, jetzt fliegen wir noch einmal ins Häuschen rein, denn wir sind ja noch nicht innen drin fertig. Denn ich habe hier noch die polierten Anisit-Sachen. So, einmal möchte ich sie mir verwenden, um bei der Garage hier mir so einen kleinen Tritt zu basteln, um natürlich denn hier auch schön ins Haus zu kommen. Ich möchte nicht immer hier so springen beim Block, also setzen wir uns ein paar Treppen hin. Dann fliegen wir noch einmal zu unserem Treppenaufgang. Jetzt ist das hier ein bisschen dunkel. Ich würde mal sagen, hier setze ich mal kurz eine Lichtquelle hin. So, mit Fackeln alles mal schön ausgeleuchtet. Dann geht's los mit unserer Treppe. So, ich setze mir jetzt hier gleich vorne normale Treppen hin. Umgedreht die dahinter. Dann kommt da wieder eine Treppenreihe hin. Gleich da wieder dann einfach ein paar umgedrehte Treppen. So, das Spiel wiederholt sich jetzt hier immer wieder. So, wieder ein paar normale. Dahinter umgedrehte. Wieder einmal normale. Und wieder einmal umgedrehte. So, fertig ist meine Treppe. Naja, nicht wirklich. Wir müssen sie noch ein bisschen verfeinern mit ein paar Stufen. So, hier unten passt das alles. Aber ich würde sie mal noch ein bisschen dicker bauen. So, ich setze jetzt hier unter der Treppe nochmal eine weitere Stufenreihe hin. Würde mal sagen, hier unter der Treppe setzen wir auch nochmal eine Stufenreihe hin. Dann ist es ein bisschen dicker. Unter der Treppenreihe auch nochmal ein paar Stufen und ganz oben, zack, setze ich mir noch ein paar Stufen hin und dann, zack, sind wir oben. Schick. Man könnte sich natürlich jetzt hier noch so ein Geländer bauen, wenn man möchte, ne, dass man hier nicht runterfällt. Könnte man auch eigentlich, nehmen wir hier mal die Stufen, so, setzt man da hin und dann Glas drauf und abgesperrt. Und wie angesagt, machen wir vorne natürlich noch hier einmal diesen kleinen Tritt nach oben. Einfach Schiefer, also tiefen Schiefer, Fliesenstufen und davon auch mal die Treppe rausholen. Man kann natürlich auch Blöcke nehmen, wenn man möchte. So, ich nehme jetzt einfach meine Treppen und jetzt hier bei meiner Vordertür. Oh, setze ich mir einfach mal 2 Mauern hier so nach vorne. Könnte man auch ruhig anecken lassen. Dann setze ich mir einen Block hier in die Ecke hin. Und dann einfach hier nochmal, zack, die Treppen so zur Wand. Fertig. Den Rest hier einfach mal mit den Blöcken oder Stufen einmal ausfüllen. Und schon habt ihr euren Tritt. Super. So, jetzt wollen wir natürlich uns das Häuschen einmal anschauen. Ich muss, glaube ich, nicht allzu viel erzählen zu so einem Häuschen. Innen drin hat sich, sage ich mal, zu den Vorgängern nicht wirklich viel verändert. Es gibt immer noch eine Küche, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Hobbyraum, Garage, alles gleich. Aber so eine kleine Tour durch, das sollten wir uns nicht, sollten wir nicht entgehen lassen. Von daher ein bisschen Musik und dann genieße diese Haustour. Oh,
Was für eine schöne Haustour. Wir sind jetzt aber wieder wie immer am Ende des Videos angelangt. Du findest oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere den Kanal, dann verpasst du in Zukunft kein Video mehr. Tja, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut rein und ciao.